Hier, wo Deutschland am deutschesten ist, thront ein Mythos über dem Rheinstrom. Die Lorelei. Unerschütterliches Objekt teutonischer Sehnsucht. Ein Klischee, eingemeißelt ins Felsgestein deutscher Befindlichkeit. Der Geist, der diesen Mythos besang, galt in Preußen als gemeingefährlich. Heute ist Heinrich Heine ein Staatsdichter, dessen 200. Geburtstag wie ein nationaler Festakt zelebriert wird. So rezitierte auch am Samstag in Hamburg ein großer deutscher Dichter die Worte des noch größeren Kollegen. Im düstern Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Am Rhein in Heines Geburtsstadt Düsseldorf webt man ebenfalls. An einer spektakulären Theorie. Es geht um den Tod des Dichters. Pünktlich zum Jahrestag lüftete man das heinische Leichentuch. Wir haben von Heine einige Reliquien, ganz wenige nur. Ein Opernglas, dann das Album der Mathilde Heine. Und sie hat ebenfalls aufbewahrt eine Locke ihres Mannes. Diese Locke spielt jetzt die bedeutende Rolle bei der Untersuchung, was eben Heine als Krankheit vielleicht oder sonst wie in sich gehabt hat. Die qualvolle Erkrankung, die den Poeten in den letzten 8 Jahren seines Lebens ans Bett fesselte, ist stets rätselhaft geblieben. Alle Heilversuche scheiterten. Diese Krankheit hat ja Symptome, die schon sehr früh beginnen. In der deutschen Zeit war er sehr stark hypochondrisch wahrscheinlich. In der französischen hat er sich erholt und hat aber dann schon bald Lähmungserscheinungen und solche Symptome, die vermuten lassen, dass er eben immer ein etwas anfälliger Mensch gewesen ist. Nach Heines Tod schien dann klar: Syphilis. Der Befund galt über 100 Jahre lang als eindeutig. Jetzt sorgt diese Locke des Dichters aus dem Nachlass seiner Frau Mathilde für neuen Wirbel unter den Gelehrten. An den Haaren zogen Rechtsmediziner Merkwürdiges herbei. Blei in 200-facher Konzentration über dem Normalwert. Eine sensationelle Entdeckung. Wurde der Poet am Ende etwa vergiftet? Bei dem Träger dieser Haare ist bei den vorgefundenen Bleibefunden in den Haaren eine Fremdbeibringung mittels Bleiacetat, einer Bleiverbindung, die auch Bleizucker oder im vorigen Jahrhundert pikanterweise sogar Erbschaftszucker genannt wurde, nicht auszuschließen. Wir können also sowohl eine unabsichtliche eigene Einnahme wie aber auch eine Gabe in Tötungsabsicht sicherlich nicht ausschließen. Heine als Mordopfer? Von seiner spitzen Feder fühlte sich so mancher preußische Machthaber bedroht. Stets prangerte er, mal bissig, mal trauernd, deutsche Missstände an. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Seine revolutionäre Kritik am Vaterland führte zur Emigration ins liberalere Frankreich. In Paris ließ er sich nieder, doch immer wieder zog es ihn heimwärts, wo man ihn zeitweise per Haftbefehl und angedrohter Todesstrafe suchte. Während die Kleine von Himmelslust getrillert und musiziert, ward von den preußischen Douaniers mein Koffer visitiert. Beschnüffelten alles, kramten herum, in Hemden, Hosen, Schnupftüchern. Sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien, auch nach verbotenen Büchern. Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht, hier werdet ihr nichts entdecken. Die Kontrabande, die mit mir reist, die hab ich im Kopfe stecken. Auf Heines Gedanken hatte man es in Berlin abgesehen. Agenten der preußischen Regierung sollten den Autoren mundtot machen. Trotzdem steht der Herausgeber des Heine-Gesamtwerks möglichen Mordtheorien skeptisch gegenüber. Es gibt genügend Belege dafür, dass Heine als Preußenkritiker massiv bekämpft und auch bedroht wurde. Es gibt den Fall 1833, dass in die Presse gesetzt wurde, preußische Offiziere seien auf dem Wege nach Paris, um ihn in ein Duell zu verwickeln und ihn zu erschießen wegen seiner Preußenkritik. Aber das ist 33 und gestorben ist er 56. Oder gab gar die Gattin Gift. Mathilde Heine habe ein Motiv gehabt, hieß es. Denn der kranke Dichter, der seinerseits ihren Papagei vergiftet haben soll, fühlte sich in den letzten Lebensmonaten immer stärker zu seiner schönen Vorleserin Musch hingezogen.
Mord aus Eifersucht? Ob solcher Motive suchte man sofort nach weiteren Indizien. Der Autor des Werkes Das Haar als Spur schwört auf die Bleitheorie. Ein Heine-Vers dient als Giftbeweis. Ich vermach euch die Koliken, die den Bauch wie Zangen zwicken, Harnbeschwerden, die perfiden preußischen Hämorrhoiden. Meine Krämpfe sollt ihr haben, Speichelfluss und Gliederzucken, Knochendarre in dem Rücken, alles schöne Gottesgaben. Je mehr ich mich mit der Erkrankung Heines, und dabei habe ich mich insbesondere auf das Buch von Montanus gestützt, befasste, umso überraschter war ich von der guten Übereinstimmung zwischen der Symptomatik und den zu erwartenden, bei Bleivergiftung beschriebenen Symptomen. Endgültige Belege gibt es nicht. Bei Heines geistigen Erbwaltern jedenfalls stößt die Mordthese auf harsche Kritik. Wissenschaftler sind irrtumsfähig, wie Sie wissen, hat sich oft gezeigt. Es gibt keinerlei Beweise dafür. Die Wissenschaftler wollen Beweise haben für die Ermordung. Und die haben wir nicht. Davon halte ich gar nichts. Warum nicht? Nein. Ob die Locke wirklich von Heine stammt? Er selbst hat verfügt, dass sein Grab unangetastet bleibt. Noch einmal möchte er nicht um den Schlaf gebracht werden.